Hallo, herzlich willkommen zu unserer Interviewserie zum Thema freie Software, Open Source Software. Wir wollen mit den Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitikern besprechen, was in den Wahlprogrammen zum Thema steht und was wir nach der Bundestagswahl erwarten können. Wir sind Karl Krüger von der Open Source Business Alliance, dem Bundesverband für digitale Souveränität in Deutschland, und Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe, einem gemeinnützigen Verein, der sich für den selbstbestimmten Umgang mit Technik einsetzt. Wir freuen uns sehr, heute Anke Dobscheit-Berg bei uns zu haben. Sie ist von der Partei Die Linke. Sie ist Publizistin, sie ist Netzaktivistin, sie sind Obfrau für die, im Ausschuss für digitale Agenda ihrer Fraktion. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen können für dieses Interview, und wir sind wahnsinnig interessiert, welche Einblicke Sie uns geben können. Vielen Dank für die Einladung, und an den Einblicken soll es nicht scheitern. Prima. Wollen wir gleich anfangen mit der ersten Frage. Die Corona-Warn-App ist ja ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, in dem wir gesehen haben, wie wichtig freie Software ist. Gemeinsame Entwicklung, Interoperabilität, Transparenz, die Vertrauen schafft. Ist das nicht ein grundsätzliches Modell? Sollten wir nicht viel stärker auf freie Software setzen? Ja, wenn es nach uns, nach der Linken gegangen wäre, wäre das ja auch schon viel länger und viel breiter so gewesen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es mit der Corona-Warn-App jetzt endlich mal einen richtig guten, verbreiteten und auch kommunikativ begleiteten Präzedenzfall gibt, der auch funktioniert hat und wo man dann jetzt also an dem nicht mehr vorbeikommt. Und es gab in der allerersten Euphorie ja auch auf Seiten der Bundesregierung, ich meine, Altmaier hätte sich diesbezüglich geäußert, aber auch Doro Bär, die Staatsministerin für Digitalisierung, haben öffentlich gesagt, ab jetzt wird Software in der öffentlichen Verwaltung anders entwickelt. Und das klang ein bisschen so, als gäbe es von nun an nie wieder andere Prozesse. Wäre schön, das glaube ich nicht, dass das so ist. Und man hat ja relativ bald auch an der Luca-App gesehen, dass es auch ganz anders gehen kann. Insofern glaube ich, der Einsatz dafür ist leider noch lange nicht vorbei. Aber wir haben immerhin ein gutes Beispiel mehr, auf das man zeigen kann und wo man eben auch zeigen kann, dass es nicht nur zu mehr Akzeptanz führt, sondern auch zu einer sichereren App, zu einer App, zu der man auch einfach mehr Vertrauen haben kann, weil man in sie hineingucken kann. Und sie ist eben auch sehr viel weniger fehlerbehaftet. Und man kann das halt im Vergleich zur Luca-App, die ja dann auch Open Source geworden ist, aber erstmal als Closed Source entwickelt und vor allem in einem anderen Geist. Also es ist ja nicht nur das Offenlegen von Code macht ein Produkt, also zu einem, nach meinem Maßstab, ja, über Definitionen kann man ja zanken, aber nach meinem Maßstab ist ein richtiges, echtes Open-Source-Produkt, das diesen Namen auch verdient. Eins, das zum Beispiel offen ist gegenüber der Community, dass, wenn da Kritik kommt oder man Fehler findet, sich darüber freut, dass jemand die gefunden hat und mitarbeiten will, ein Produkt besser und sicherer zu machen und nicht öffentlich angegriffen wird oder schlecht gemacht, wie das zum Beispiel bei der Luca-App passiert. Also gerade in diesem Gegensatz, bei diesem einen Beispiel, kann man, glaube ich, sehr gut sehen, wie es eigentlich laufen soll und wie gut es ist, wenn man dieses Ökosystem oder diesen Wertekanon, der eigentlich zu Open Source gehört, wenn man den auch wirklich lebt. Also dann sieht man auch, dass hunderte Leute sich beteiligen, unendlich viel Freizeit reinstecken, tausende von Kommentaren abgeben, jede Menge Feedback, Verbesserungsvorschläge. Ich kann natürlich auch Dinge benörgeln, ja, ohne Frage. Also es gab zum Beispiel hervorragende Vorschläge von ganz vielen Leuten sehr, sehr früh, die trotzdem ignoriert worden sind, monatelang. Das lag weniger an den Leuten, die sich programmierend um die App gekümmert haben, als um den Auftraggeber, der bezahlen muss, das BMG. Da hat man einfach die Notwendigkeit nicht gesehen und hat vor einem Jahr im Herbst gedacht, das ist sowieso vorbei. Da gibt es keine dritte Welle mehr und überhaupt, wer will denn noch eine Corona-Warn-App? Das war ein großer Fehler. Man hat sie sträflich vernachlässigt und damit dann auch weniger schöne alternative Entwicklungen begünstigt. Aber an und für sich ist es wirklich ein tolles Beispiel und so soll es gerne weitergehen. Ja, vielen Dank. Da sind wir mitten im Thema Digitalisierung in Deutschland. Software scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Welche Rolle spielt für Sie offene und freie Software insgesamt für die Digitalisierung in Deutschland? Ich glaube, Open Source kann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, weil in dem Moment, wo man Dinge Open Source stellt, und vielleicht ist die, wenn wir schon bei diesem Gesundheitsthema und der Pandemie bleiben, die Iris-Schnittstelle ein ganz gutes Beispiel dafür. Man schafft Möglichkeiten für Innovationen, die eben vielfältige Entwickler haben. Also ich habe dann
Also wenn ich ein proprietäres System habe, dann ist es, nehmen wir mal an Apple, dann entwickelt halt Apple irgendwelche Sachen. Aber in dem Moment, wo ich offene Schnittstellen habe, wo ich das Ökosystem öffne, können einfach ganz viele auch die Teilprodukte, Vorprodukte, Module von irgendetwas nehmen, das bereits entwickelt worden ist, und können was ganz anderes daraus machen und können das auf andere Use Cases übersetzen, können das weiterentwickeln und dann kann das halt wild florieren und jede Menge Innovationen voranbringen. Und man verhindert natürlich unangenehme innovations- und wettbewerbsbehindernde Effekte, die auch schlecht sind für den Markt im Allgemeinen, die oft mit proprietären Systemen einhergehen. Also Lock-in-Effekte zum Beispiel. Also nehmen wir mal das ganze Microsoft-Ökosystem, wenn also Kindern in der Schule schon auf Microsoft gepolt werden und alle möglichen Unternehmen setzen das ein, dann werden die vielleicht einfach auch im sonstigen Gebrauch dabei bleiben, weil der Mensch nun mal ein Gewohnheitstier ist und sie gar nicht gewöhnt sind, andere Dinge einzusetzen, die vielleicht genauso nutzerfreundlich funktionieren. Oder aber, weil einfach viele andere Produkte mit anderen nicht kompatibel sind, sondern eben nur in dieser einen Welt funktionieren. Und das sind Schranken, das sind Grenzen, die behindern Innovation und Fortentwicklung. Und deswegen halte ich die nicht für gut. Und deswegen glaube ich, dass man insbesondere die Entwicklung von Open-Source-Betriebssystemen, aber auch von Anwendungen fördern muss. Das haben wir auch im Wahlprogramm der Linken explizit so drin stehen. Auch, dass man für Interoperabilität sorgen muss und auch für Portabilität. Das ist ja theoretisch zum Teil der Fall. Zumindest Datenportabilität zwischen sozialen Netzen ist ja eigentlich vorgeschrieben. Interoperabilität haben wir aber noch nicht. Also das wäre für mich noch eine ganz wichtige Forderung, denn es gibt ja gerade im Bereich Open Source viele Anbieter und Anwendungen, die ganz andere Geschäftsmodelle haben, die nicht darauf basieren, dass ich massenhaft Anzeigen verkaufe auf irgendeiner Plattform, sondern das ist ja ehrlich gesagt das langweiligste, innovationsfreieste Geschäftsmodell der Welt. Leider ein sehr dominantes im Internet, einfach nur mit Werbeanzeigen Geld verdienen, anstatt über andere Geschäftsmodelle. Und ich glaube, im Bereich Open Source findet man die anderen eher. Und deswegen ist diese Interoperabilität so wichtig, weil die kleineren mit anderen Geschäftsmodellen gar keine Chance haben, wenn der Lock-in-Effekt verhindert, dass Menschen dahin umziehen können, weil für sie dann die alternativen Kosten zu groß sind. Also zum Beispiel soziales Netzwerk, dann geht man halt nicht in ein soziales Netzwerk, wo man alleine ist mit dem Hund. Also man will halt schon irgendwo da sein, wo alle anderen auch sind, weil das der Sinn eines Netzwerkes ist. Wenn aber die Grenzen offener sind, durchlässiger sind und man kann dann halt mit den Nachbarn auch auf Facebook noch Kontakt halten, aber selber ist man auf einem Open-Source-System und die anderen Freunde vielleicht auch, dann funktioniert es deutlich besser. Und deshalb ist das wichtig. Es ist aber am Ende auch eine Frage zum Beispiel der IT-Sicherheit, weil allein der Umstand, dass ich mit vielen Augen drauf gucken kann und nicht nur einer Seite vertrauen muss, und zwar dem Hersteller, sondern es können viele Augen drauf gucken und es können noch viele neugierige Augen drauf gucken und können Hintertüren finden, Sicherheitslücken finden, Fehler finden, das kann Produkte nicht nur besser machen, sondern auch sicherer machen. Und gerade der Bereich IT-Sicherheit ist nach wie vor, auch wenn er Aufmerksamkeit gewinnt, ein extrem unterschätzter Bereich, weil es ein bisschen, jetzt komme ich schon wieder zur Pandemie, liegt an dieser Zeit, glaube ich, er hat mit diesem Präventionsparadox auch zu tun. Wenn man nämlich sehr fleißig ist und sehr performant im Bereich IT-Sicherheit, kann man den eigenen Wert, den so ein, sagen wir mal, so ein CISO in Unternehmen hat, gar nicht wirklich beweisen, weil es ist ja nichts schiefgegangen. Aber in dem Moment, wo man so eine schlimme Ransomware-Attacke hat, dann weiß man, wie schön es gewesen wäre, wenn man eine ordentliche IT-Sicherheit gehabt hätte. Ja, aber das ist, solange die Prävention funktioniert, ist es halt nicht so. Und ich glaube, sie funktioniert flächendeckend besser, wenn wir mehr Open Source haben. Auch deshalb sollte man das fördern. Gerade im Bereich IT-Sicherheit übrigens sollte man explizit Open-Source-Produkte fördern. Also nicht nur allgemeine Anwendungen, die über Open-Source sicherer werden, weil man leichter Lücken findet, sondern richtige IT-Sicherheitsprodukte. Also auch von Verschlüsselungsprodukten, ja auch Privacy-Produkte. Also sowas würde ich mir sehr stark wünschen. Und schon wieder Pandemie. Was ich auch in der Pandemie vermisst habe, ist, dass wir gute, flächendeckende Angebote haben, auch quasi, ich sage mal, mit so einer Art TÜV-Siegel von der öffentlichen Hand, dass sie also alle Anforderungen erfüllt, die man für Nutzung in der öffentlichen Hand, zum Beispiel in Schulen, hat. Datenschutzfreundlich, sicher, gute Usability und sowas alles. Und dass man also nicht erleben hätte müssen, was wir leider erlebt haben, nämlich dass Schulen über WhatsApp-Gruppen kommunizieren, dass sie Microsoft Teams benutzen oder Office 365, was Daten sonst wohin rausposaunt.
Ja, dass wir die ganzen Zoom-Calls und Schulen haben, über Google Docs Sachen geschrieben werden. Also genau das soll eigentlich nicht vorkommen. Dazu braucht es aber Handreichungen, es braucht gute Alternativen, die müssen skalierbar sein. Also wir führen dieses Gespräch ja gerade über BigBlueButton, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ist nämlich eine ganz tolle Open-Source-Videokonferenz-Plattform. Aber sie hatte gerade in der ersten Pandemiehälfte große Skalierungsprobleme. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach auch mal richtig Geld in die Hand nimmt und bei der Skalierung solcher Produkte ordentlich reinbuttert, dass man die auch flächendeckend verwenden kann. Vielen Dank, wenn ich da einhaken darf. Sie sprechen ja im Grunde das Thema digitale Souveränität auch an, was damit verbunden ist, dass man einfach handlungsfähig ist und dass man nicht im Lock-in steht. Der Bund plant ja aktuell ein sogenanntes Zentrum für digitale Souveränität. Wie ordnen Sie das ein? Würden Sie das auch unterstützen? Ich würde das sofort unterstützen. Ich meine, am Ende hängt es davon ab, was es wirklich wird. Ja, ich hätte auch eine Bundeszentrale für digitale Bildung sehr unterstützt, aber das waren zwei kleine Workshops von Doro Bär und keine Bundeszentrale für digitale Bildung. Und dann bringt es natürlich nichts. Also am Ende hängt es davon ab, was es denn nun sein soll. Der Name alleine beschreibt das nicht hinreichend. Aber wenn es meinen Erwartungen entspricht, dass es also wirklich eine Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen ist, bei denen dann auch genau solche Entwicklungen von kritischen Anwendungen, gerade im Bereich Kollaboration, was man im allgemeinen Arbeitsumfeld braucht, wenn das dann quasi mit TÜV-Siegel versehen, muss ja nicht mal alles neu entwickelt werden, es gibt ja unendlich viel auf dem Markt, aber dass man das dann zum Beispiel erstmal herausfindet, welches sind denn die guten existierenden Lösungen, dass man die da reinsortiert in einer Form, wo man sie auch gut finden kann und wo gerade die öffentliche Hand, die ja auch nicht ganz zu Unrecht, also ein hohes, formuliere ich das jetzt dezent, also sie misstrauen einfach leicht. Also dass sie am ehesten vertrauen Verwaltungen beim Einkauf von IT, wenn eine andere Verwaltung die gleiches Stück IT schon mal gekauft hat und gute Erfahrungen damit hat, und es muss auch in Deutschland sein. Und es muss eine Verwaltung sein. So. Also man hat da immer Sorge, irgendwas auszuprobieren, und das macht es kleinen und mittleren Anbietern von neu entwickelter Open-Source-Software sehr schwer. Und deswegen wäre so ein Zentrum für digitale Souveränität, das dafür sorgt, dass solche Produkte zum Beispiel Referenz-Cases kriegen, dass die da auffindbar sind, dass man auch direkt damit verbunden Ansprechpartner findet, wo man also zum Beispiel sehen kann, dieses Produkt haben die Stadtwerke in Gütersloh verwendet und was weiß ich wer. Und da weiß man auch, wen man da fragen könnte und für welche Forks es davon gibt und wer mit welchen Abwandlungen das woanders schon benutzt hat und wofür das auch noch so alles verwendet werden kann. Also sowas wäre, glaube ich, ein ganz extrem potenter Hebel, um die Verbreitung von Open Source in der Verwaltung zu fördern. Und wenn es so wird, finde ich es richtig geil. Vielen Dank. Sie haben schon angesprochen, in Ihrem also in Ihrem Wahlprogramm finden sich auch einige Absätze eben zum Einsatz von freier Software. Können wir denn davon ausgehen, dass es mit einer Regierungsbeteiligung Ihrer Partei einen Absatz dazu dann auch in einem Koalitionsvertrag gibt? Und was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem Prinzip Public Money, Public Code? Ich bitte um eine kurze Antwort, damit wir hier noch die anderen Fragen auch mit besprechen können. Ja, also auf jeden Fall werden wir da was drin haben. Das ist für uns eine recht hohe Priorität. Insofern zweifle ich nicht daran, dass es einen Paragraph dazu gibt. Im Übrigen werden wir ja nicht mit der FDP oder der CDU koalieren. Und ich glaube, es wird nicht schwer sein, so ein Paragraph in einer R2G-Koalitionsvereinbarung unterzubekommen. Und Public Money, Public Code findet sich auch in unserem Wahlprogramm wieder. Wir haben das als Prinzip öffentliches Gut, öffentliches Geld gleich öffentliches Gut verankert. Und das bezieht sich dann eben nicht nur auf Software, sondern auch auf Open Educational Resources, auf wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, das Thema Open Access. Es bezieht sich im Prinzip auf alles, was mit öffentlichen Geldern gesammelt worden ist, Open Data und sowas alles steckt da drin. Richten wir mal kurz den Blick nach Europa. Sie hatten schon so eine Art Code-Repository angesprochen. Sowas gibt es ja zum Beispiel in Italien. In Italien gibt es aber eben auch eine Gesetzeslage, die besagt, freie Software muss als Standard beschafft werden. Wenn man proprietäre Anwendungen beschafft, dann muss das öffentlich begründet werden, warum man keine freie Software genommen hat. Wäre das auch ein Modell für Deutschland? Das bezieht sich nämlich mal an auf die öffentliche Hand, oder? Weil genau, Verwaltungen, die beschaffen. Genau. Wenn Verwaltungen beschaffen. Als öffentliche Richtschnur kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wäre auch eine Empfehlung von mir, dass man
im Prinzip als erste Wahl immer guckt, gibt es dafür ein Open-Source-Produkt? Oder wenn man es selber entwickelt, entwickelt man es ja sowieso als Open-Source, als Verwaltung und stellt es dem Rest der Welt frei zur Verfügung. Und wenn nicht, sollte man das in der Tat gut begründen. Ja, also würde ich 1:1 auch so machen wollen. Bleiben wir in Europa. Die EU-Kommission hat sich vor gut einem Jahr jetzt eine eigene Open-Source-Strategie gegeben, um auch wirklich sicherzustellen, dass tatsächlich mehr freie Software in der Verwaltung eingesetzt wird. Ist das auch etwas, was wir in Deutschland brauchen, oder gibt es da sozusagen einen anderen Weg, wie wir da zu diesem Ziel kommen? Naja, eine kluge Strategie hat noch nie geschadet, aber es muss auch eine sein. Also ich erinnere nur an die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung. Ich muss ein bisschen grinsen, weil ich war ja auch mal ein paar Jahre Strategieberaterin und hatte also viel mit dem Thema Strategien zu tun. Und dann erlebt man sowas, was halt Strategie auf dem Deckblatt hat, aber leider kein bisschen Strategie innen drin. Also die haben ja nur die Ministerien gefragt, was macht ihr denn so für IT-Projekte? Und dann haben die alle irgendwas aufgeschrieben und dann wurde das hintereinander gebündelt und Strategie drauf gepappt und das soll dann eine sein. Also solche Strategie brauchen wir nicht, weil sie ist für die Füße, sondern man muss sich tatsächlich überlegen, was ist denn unsere Vision und auf welchen Wegen wollen wir da hinkommen und was brauchen wir dafür für Ressourcen, was sind ungefähr unsere Meilensteine und was sind sozusagen die Enabler auf dem Weg dahin, was sind die Stakeholder. Jetzt falle ich schon wieder in dieses Denglisch von Unternehmensberatern, weil ich davon sprach. Aber ich hoffe, die ZuhörerInnen verstehen das alle. Also man muss sich eben überlegen, was habe ich denn für Kapazitäten, was habe ich für Ressourcen, welche Stakeholder sind wichtig, wie kriegt man die ins Boot? Und wenn man das dann klug macht und sich überlegt, was soll der rote Faden sein, bei welcher Vision will ich eigentlich ankommen, dann kann auch eine Strategie bei rauskommen und die ist dann auch wirklich hilfreich. Man hat einfach eine Richtschnur dann, an der man sich orientiert und agiert nicht so random. Ja, Vision, Frau Domscheit-Berg, welche Vision haben Sie denn, um den IT-Mittelstand zu unterstützen? Gerade Open-Source-Unternehmen sind ja meist klein und mittelständisch und das würde sich vielleicht ja anbieten, auch um neue Projekte anzuschieben, dort gezielt Unternehmen mit Lösungen für auch mehr digitale Souveränität zu unterstützen. Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir mit einer Delegation des Bundestages mal in Kenia waren und haben da auch über das Thema Open Government und öffentliche Vergabe gesprochen. Da gibt es was ganz Interessantes. Da gibt es nämlich eine 20% Mindestvergabequote, die sich an bestimmte Gruppen richtet. Und zwar an Start-ups, an Gründungen von Frauen und von Minoritäten, an Gründungen von behinderten Menschen, aber auch an kleine und mittlere Unternehmen, aber mehr so mit Fokus auf kleine Unternehmen. Also diese alle konnten in diese 20% rein und 20% hört sich wenig an. Ich bin aber sicher, dass wir in Deutschland nicht auf diese 20% kommen, weil das meiste, gerade wenn man so die größere Projekte anguckt, landet eben doch immer wieder bei den gleichen. Und ich habe ja schon darüber gesprochen, dass gerade Verwaltungen so sehr risikoavers sind. Und dass sie deshalb gerne das nehmen, was alle anderen auch schon genommen haben, auch wenn es Probleme macht, weil dann wissen sie wenigstens, welche Probleme das sind. Die haben ja alle anderen auch. Und davon muss man irgendwie wegkommen. Und da könnte so eine Quote auch helfen, weil man dann auch an diesen Rahmenverträgen mal vorbeikommt. Die Rahmenverträge verhindern nämlich, dass kleine und mittlere Unternehmen selbst bei besseren Einzellösungen überhaupt eine Chance haben, weil ja die bei der Vergabe immer wieder auf diesen Rahmenvertrag zurückgegriffen wird. Und so eine 20%-Regel würde einfach den Rahmenvertrag umgehen und dann hätte man schon eine Menge gewonnen. Davon abgesehen glaube ich, dass schon erwähnte Aspekte wie mehr Open Data zu haben, für Interoperabilität zu sorgen und damit die Ökosysteme zu öffnen für kleine und mittlere Unternehmen, dass das auch ganz wichtige Maßnahmen sind. Und natürlich so eine Vorgabe, dass der erste Weg ein Open-Source-Produkt sein sollte und man eine Begründungspflicht hat, wenn man das nicht will. Das, glaube ich, würde auch vielen kleinen und mittleren Unternehmen sehr entgegenkommen. Ich glaube generell, dass wir bei öffentlicher Vergabe auch davon wegkommen müssen, immer nur auf die reine Wirtschaftlichkeit zu gucken. Dann kriegen wir nämlich auch sowas wie Vectoring und Kupferkabel, die so abgegradet werden, aber keine schnelle Glasfaser, weil man in dem Fall zum Beispiel nicht strategisch gedacht hat, sondern kurzsichtig. Und weil man immer nur auf Preise guckt. Also so nach dem Motto, 50 Mbit war die damalige Regierung der Meinung, muss irgendwie reichen. 50 Mbit kriegt man am billigsten mit Vectoring. Ist eine wirklich dumme Entscheidung gewesen, eine sehr dumme Entscheidung. Und insofern müssen wir künftig auch andere Aspekte berücksichtigen, insbesondere zum Beispiel auch sozial-ökologische.
Und im Bereich Open Source spielen eben auch so Aspekte wie digitale Souveränität eine Rolle. Das ist dann also parallel zu den sozialen und ökologischen Standards, spielt das eben, sollte das eben auch eine Rolle spielen, dass man sowas mit einbezieht. Und ehrlich gesagt, Stärken der lokalen Wirtschaft und wo zahlen die eigentlich Steuern, spielt auch eine Rolle. Wenn man bei Microsoft zum Beispiel einen Vertrag über Lizenzen abschließt, dann verhandelt man zwar in Deutschland, aber auf dem Vertrag steht Microsoft Irland drauf und da fließen die Steuern auch hin. Das kann man auch nicht wollen als Verwaltung, weil immerhin braucht man die Steuern, um hier Daseinsfürsorge und zum Beispiel ordentliche Glasfaser zu bezahlen. Damit haben Sie unsere nächste Frage eigentlich schon beantwortet, nämlich die, wie schaffen wir es, dass in der öffentlichen Verwaltung am Ende wirklich Open Source freie Software eingesetzt wird? Dazu haben Sie jetzt schon einige sehr, sehr interessante Hinweise gegeben. Fällt Ihnen dazu noch mehr ein? Also die Verfahren verändern, Quoten einführen, Chancen geben, Fördermittel ausreichen. Zwei würden mir noch einfallen. Und zwar, ich glaube, ganz viel hat mit einem Mangel an IT-Kompetenz zu tun. In der Kombination mit Risikoaversität. Denn das, was ich nicht kenne, vor dem fürchte ich mich. Und ich fürchte mich doppelt, wenn ich bei einer Verwaltung arbeite. Und da gibt es also einfach wenig Berührungspunkte noch mit Open Source. Es gibt aber auch wenig verbreitete Erkenntnisse darüber, was eigentlich die Vorteile von Open Source sind. Es gibt sehr viele Vorurteile, aber wenig Berührungspunkte und wenig Kenntnis über die vielen positiven Nebeneffekte. Und da muss man einfach weiterbilden. Also man muss schlicht Aufklärung in der Verwaltung machen. Es muss da eine flächendeckende Aufklärung zum Nutzen, zum Wert und überhaupt, was ist Open Source geben, auch wo findet man gute Anwendungen? Wie bewertet man die? Wie findet man Unterstützung? Wie findet man lokale Dienstleister, die einem vielleicht bei Anpassungen und Customizations und so weiter helfen können? Also das wäre noch ein so ein Ding. Und ich habe es, glaube ich, schon mal indirekt erzählt, würde es hier aber noch mal extra sagen wollen. Wenn man so eine Plattform hätte, so eine Art GitHub für Verwaltung, das kann ja sogar ein Unter-GitHub sein auf GitHub, aber etwas, wo nicht einfach jeder alles hochladen kann, sondern wieder die Risikoaversität von Verwaltung angesprochen, die mir als ehemalige Unternehmensberaterin noch sehr, sehr vertraut ist. Das ist wirklich eine Riesenhürde, sondern dass man eine Stelle hat, wo alle Verwaltungen, die da nach einer Lösung suchen, die also ins Suchfeld eingeben, weiß ich, Hundesteueranwendung oder irgendwie so, dass die dann Anwendungen finden, wo sie das Gefühl haben, die sind schon qualitätsgesichert. Die sind also schon so ein bisschen TÜV-Siegelartig gesiebt worden und die da sind vertrauenswürdig. Die sind verlässlich, da gibt es auch Dienstleister, die damit arbeiten können und Erfahrungen haben. Und ich sehe die Referenzcases dabei, inklusive Kontaktdaten. Also das wäre, glaube ich, nochmal super hilfreich. Dann haben wir aber, glaube ich, alles Vielen Dank. mit. Genau, in diesem Sinne vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir haben viel gelernt in dem Gespräch. Wir haben ein gutes Bild bekommen von Ihren Ideen, von den Ideen der Partei Die Linke. Und vielen Dank für dieses Interview und dass Sie Zeit für uns hatten. Wir wissen, wie knapp sie im Moment ist. Alles Gute, kommen Sie gut durch die letzten Wahlkampfsport-Etappen. Danke. Ich kann mir Bis. nicht wirklich vorstellen, dass hier irgendjemand was Neues gelernt hat, aber vielleicht darüber, ob es auch in unserem Programm drin stand oder nicht. Und dann freut es mich sehr. In diesem Sinne, Danke. vielen Dank. Bis. Danke. Bis dann.